Etwas explodiert in Aarons Kopf. Ein Blitz zerschneidet die Welt wie Papier. Sie sieht alles extrem verlangsamt, in blendendem Weiß wie in einem grotesk überbelichteten Film. Den Himmel des Autos, der sich dreht, bis er unter ihr ist. Die Scheine, die wie welke Blätter aus der Geldtasche flattern, ihr Gesicht im Rückspiegel, amorphe Landschaft, Schneewüste, ewiges Nichts. Sie tritt zweimal kurz mit dem Absatz auf, lauscht dem Echo, korrigiert ihren Stand um 5 Zentimeter nach links. Sie steht frontal zum Ziel, die Fußspitzen in Schulterbreite, den rechten Fuß leicht zurückversetzt. Als ihr Finger auf dem Abzug liegt, weiß Aaron, dass sie ins Schwarze treffen wird. Doch in dem Sekundenbruchteil zwischen diesem Gedanken und dem Erreichen des Druckpunkts flammt Licht auf. Sie steht, halb eingeatmet, halb ausgeatmet, in einem endlosen Gang und fragt sich, ob sie einen Schuss hören wird oder nur ein Klicken.